Wer einen Beruf lernt, muss vieles verinnerlichen, was später im Job selbstverständlich ist. In der Gastronomie zum Beispiel Hygiene. Aber auch ein Rezept sollte man lesen können. Und im besten Fall auch selbst eins schreiben. Damit aus Mehl und Wasser verlässlich goldbraune Brötchen werden. Textarbeit kommt in der Ausbildung oft zu kurz. Das sagen die Initiatoren des Projekts Kompetenzförderung im Schreiben, kurz KOFISCH. Junge Erwachsene in der Übergangsphase von Schule zum Berufsleben sollen damit berufliches Schreiben lernen, in Theorie und Praxis. Angewandt wurde das Konzept KOFISCH in der Werkstatt im Kreis Unna im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. 3 Jahre lang richtete sich KOFISCH an insgesamt mehr als 60 Jugendliche, die hier ausbildungsreif gemacht werden sollen. In den Bereichen Holz- und Metallverarbeitung, Garten- und Landschaftsbau oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Da kann ich mich auch an meine Zeit erinnern, wo ich in der 8. Klasse war, war mir die Welt eigentlich völlig egal. Und so kommen die eigentlich hier hin. Die müssen lernen Pünktlichkeit und dann einen 8-Stunden-Tag erleben. Das sind wirklich Jugendliche, die mit wenig Perspektiven hier kommen. Und den versuchen wir dann sukzessive aufzubauen, dass er wieder, sag ich mal, auch in die Gesellschaft eingefügt werden kann. Gelehrt wird das Gastgewerbe hier zum Beispiel mit echten Gästen, bei echten Veranstaltungen. Hier finden also des Öfteren große Festivitäten statt und so weiter. Tatsächlich wie ein gastronomischer Betrieb arbeiten wir hier mit den Jugendlichen. Das beruflich notwendige Schreiben ist für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine der größten Hürden. Das externe Förderprojekt kam da genau richtig. Das bleibt bei dir hängen, wenn du das schriftlich nochmal niederschreibst, was du am Tag gelernt hast. Über die 3 Jahre, die das Projekt lief, wurden die Fortschritte wissenschaftlich begleitet und analysiert. Durch die RWTH Aachen University und das BBB Büro für berufliche Bildungsplanung. Im ersten der 3 Jahrgänge beobachtete das Forschungsteam zunächst die Teilnehmenden und die Anleitenden. In jedem Durchgang haben wir über 250 Texte bewertet. Wir haben ein Kriterienraster entwickelt, das zum Beispiel bei Wochenberichten im Partizipialstil geschrieben wird. Wand gestrichen, Küche aufgeräumt, dass man nicht das Datum vergisst. Solche Sachen, die berufsspezifisch sind. Und auf Basis unserer Ergebnisse haben wir ein Förderkonzept entwickelt, das mit der 2. und 3. Kohorte umgesetzt wurde. Auch bei den Evaluationsinterviews mit den Teilnehmenden zeigten sich die großen Hürden bei der Textarbeit. Immer wenn wir vom Schreiben gesprochen haben, spürte ich diese Abneigung. Lange Texte, die sie eigentlich in der Schule geschrieben haben, sehr lange Aufsätze. Das Gute an dieser Maßnahme ist, dass die Jugendlichen mit echten Aufträgen von realen Kunden zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man eine Einkaufsliste erstellt oder eine Kalkulationstabelle erstellt. Die Ergebnisse der Studie? Die Jugendlichen, die an KOFISCH teilnahmen, hatten am Ende deutlich bessere Schreibfähigkeiten als die Kontrollgruppe ohne die Maßnahme. Außerdem stieg generell die Teilnahmeaktivität. Dadurch entsteht auch eine Lernumgebung, in der man konzentrierter ist und dementsprechend hat man natürlich bessere Lernerfolge. Die 3-jährige Projektphase von KOFISCH ist vorerst abgeschlossen. Die Forschungsergebnisse sind in Form von Fördermaterialien weiter online verfügbar. Und auch die Ausbilder in Unna wollen weiterhin Wert auf Schreibübungen legen. Das Ziel ist halt, die Jugendlichen hinterher in die Ausbildung zu bringen. Ein Beispiel, der vorher überhaupt keine Perspektiven hatte. Der Jugendliche wusste gar nicht, was er will. Der war schwierig erreichbar. Der ist tatsächlich erfolgreich jetzt als Tischler und ist da wirklich gut eingestiegen, ist als Klassenbester von der Prüfung abgegangen.